Heimat, Wald, Tradition, Handwerk, Bodenständigkeit und Hartnäckigkeit, sich auf Details konzentrieren. Das könnte man jetzt nicht an die Küste verfrachten. Denn das Erzgebirge gehört halt schon irgendwie dazu. Die Firma ist hier entstanden. Natürlich in allererster Linie, weil unser Großvater die Idee hatte, eine Rasierpinselfirma zu gründen. Es hat hier seine Ursprünge, das Unternehmen. Die Leute sind von hier. Es gibt Traditionen, von denen die Firma profitiert, und letzten Endes wäre sie nicht entstanden, wenn es diese Tradition nicht gegeben hätte. Durch diese Erfahrungswerte und durch dieses, ich sage jetzt mal, Spezialisten- oder Expertentum, was wir in der Firma haben, ist einfach dieses Wissen da und diese Ansprüche auch, denen wir genügen müssen. Letzten Endes auch in der Art und Weise, wie Sachen gefertigt werden. Oftmals kann man Dinge rationalisieren, man kann die schneller machen, effizienter, aber die Frage ist, ob das der Wertigkeit des Produktes zuträglich ist. Marke Mühle ist halt für uns mehr als eine Marke, sondern ein Stück Familiengeschichte. Mein Vater hat gleich nach der Gründung auch mit Rasierpinseln angefangen. Die ersten Artikel, wir haben hier auch welche in der Vitrine, die sind schon auch 1945 produziert worden, und dann 1946, 47 hat mein Vater die Marke kreiert, und dann sind die Artikel unter dem Namen Mühle auch rausgegangen. Und er hat ja auch in sehr kurzer Zeit diese Firma aufgebaut, mit Handelsbeziehungen in alle Welt, im Orient, Skandinavien, Benelux-Länder. Und denke ich, man hat ganz schön was gerissen in der kurzen Zeit. Also es war ein sehr ambitionierter Geschäftsmann. Ich finde heute auch immer wieder Leute, die sagen, Mensch, Mühle habe ich mir damals vor so vielen Jahren gekauft, habe ich immer noch und freue mich drüber. Obwohl ich dann manchmal auch sage, es wird auch Zeit, dass du wieder mal was Neues kaufst. Alte Friseure haben gesagt, gut geseift ist halb rasiert. Ich muss das Barthaar richtig aufweichen, bevor ich es sanft abschneiden kann. Aber darüber hinaus sagen wir halt, es ist auch das männlichste Pflegeritual überhaupt. Wahrscheinlich auch das älteste. Wir nehmen uns Zeit für die Dinge, die uns Freude machen. Egal, ob das jetzt das Kaffee trinken ist, die Zeitung lesen. Es gibt so gewisse Rituale im Alltag eines jeden Menschen, die er gern tut und die für ihn wichtig sind und für die er sich Zeit nimmt, auch wenn er sehr wenig Zeit hat. Und dazu kann auch die Rasur gehören. Es sind nicht wenige, die sagen, dass sie sich auf die Rasur freuen. Auf dieses tägliche Ritual.